Einen wunderschönen Sonntag heute in der 898 und dann verschwimmt schon das Bild, ist ja witzig. Ja, vertrauenswürdige Führung. Lass es fließen, die Ideen werden zu dir kommen. Die Portaltage morgen und am Sonntag führen genau zu dem Vollmond, zu dem Supermond Fisch. Und genau diese Antworten, diese emotionalen, auf die du jetzt wartest, wirst du eine Antwort finden. Bleib dran, übe dich in deinen Fertigkeiten, in dem, was dein Leben schön macht, was dein Leben bereichert. Ganzes Video, Clarissa M. Seite, Lichtweg Impulse Atlantis auf YouTube-Kanal. Gerne liken, abonnieren, kommentieren und teilen. Ja, und diese Portaltage bringen uns wieder diese Seraphim von Kyle Gray. Die göttliche Unterstützung ist dir gewiss. Und am 15. der Portaltag, ja, öffnet nochmal ganz speziell das Herz. Auch nicht verwunderlich, dass der 15.9. in diesen Portaltag nochmal dich herausfordern wird, eben die allumfassende Liebe bedingungslos auch in dir erstrahlen zu lassen, damit der Vollmondfisch, dieser Supermond am 18.9. wieder in der 9988, so wie heute die 989, beginnend in den morgigen Portaltag hineinfließt am 9.9. im 8. Jahr und da auch wieder resultierend die 8 daraus folgt. Die 8 im 8. Jahr, in dem wir uns jetzt 2024 befinden, gibt uns diese Drachenkraft an die Hand, unsere Wünsche zu erfüllen, unsere Bedürfnisse in uns wahrzunehmen. Was es noch braucht, ist ja die Geduld, dass sich alles Schritt für Schritt entfaltet und auch dementsprechend dein Vertrauen zu dir selbst. Also traue dir und habe den Mut, deine Visionen umzusetzen. Die Belohnung ist ja schon da. Das sind die Karten von Doreen Virtue. Und diese Karten hier sind von Hafiz, Daniel Ladinsky, Silas, Dobal und die Werte Angie Sullens aus dem Hafiz, die Weisheit des Hafiz. Ja, die Belohnung ist schon da. Dieser Monat im September wird dir diese Ernte bringen. Die 9, die Erfüllung, die 9, die Vollendung, die Offenbarung zu dir selbst, was für dich richtig und wichtig ist. Also hab noch ein bisschen Geduld. Das göttliche Gericht ist an deiner Seite und wird dein Vertrauen in dich selbst zuerst stärken, damit sich all das entfalten kann, was du dir wünschst. Bitte uns um unsere Unterstützung. Hinsichtlich dieser Ideen sei offen und empfange diese Unterstützung. Also du wirst geführt werden. Man nimmt dich an die Hand. Bleib einfach dran. Schritt für Schritt Übung macht den Meister. Und was ganz wichtig ist, ist, dass du dein Herz immer weiter öffnest. Dich mit den Engeln verbindest, mit Musik, mit Gedichten, ja, mit Poesie, vielleicht auch mit einem guten Film oder was du dir selbst aufschreibst, was deine Ideen und Gedanken sind. Und je weiter sich dein Herz öffnet, umso klarer wird die Vision deiner selbst werden auf deinem Seelenpfad und du wirst immer mehr den Mut und das Vertrauen in dir haben, um all das umzusetzen, was für dich wichtig und richtig ist. Soll ich immer wieder so weitergeben? Oftmals wiederholen sich meine Aussagen, ja, weil
Den Kanal, den ich dementsprechend gewählt habe, gibt mir eindeutig oftmals immer wieder das Gleiche an die Hand. Also lass dich von deinen Engeln führen und dementsprechend natürlich wird sich diese Belohnung in deinem Leben ja dir zeigen und offenbaren. Also September, Oktober sind für mich immer die goldenen Monate, wo all das Gesäte geerntet wird. Wichtig ist, dass wir uns aufmachen, offen machen, auf den Weg machen, die Freude, die Leichtigkeit und die Liebe in uns erstrahlen lassen. Und so wird sich das Glück automatisch einstellen in unserem Leben, auf unserem Seelenpfad. Das sind Geokarten mit wunderschönen Tierbildern drauf. Und das ist wohl dieses Resort in Hawaii, wo ganz viele Delfine sich dümmeln. Die Dummler dümmeln sich, ja, und zeigen oftmals den Menschen, was Spiel, Spaß und Freude bedeuten und wie man das mit Leichtigkeit umsetzen kann. Ja, klares Wasser trinken, klare Informationen, gutes Obst und gute Ernährung zu sich nehmen. Und lausche jeden Tag Musik der Freude und erfülle somit dein Herz. Die Karten, Portalöffnungskarten oder Energien von Kyle Gray. Jetzt am 9.9. mit Portalöffnung, am 15.9. und dann der glorreiche Supermond am 18.9. in der 998, 8. Jahr, Quersumme 8, die Kraft, die uns jetzt morgen im morgigen Portal bereits öffnet und auf den Weg bringt, um in unsere Visionserfüllungen zu gehen. Also sei vertrauenswürdig, du kannst unbesorgt weitergehen in dem Wissen, dass wir bei jedem Schritt deines Weges an deiner Seite sind. Ja, öffne dich der Welt der Engel und lass dich dementsprechend an die Hand nehmen, mit Impulsen versorgen und dementsprechend auch wahrhaftig aus deinem Herzen heraus das dir erfüllen, was für dich wichtig und richtig ist. Namaste und eine wundervolle Zeit wünsche ich jetzt in diesen glorreichen September hinein. Namaste, Claire.